Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 2. Wir gehen los und verändern die Selbstjustiz. Gut. Oh. Angeblich hat sie ja schon das Leben ausgehaucht. Mumpitz, sie ist bewusstlos, das ist alles. Der weiße Wolf wird sie retten. Ja. Aber ich hab gehört. Keine Ahnung hast du. Die Klappe halten solltest du. Aha. Irgendjemand hat Saskia vergiftet, behauptet, es ist Dennis und sagt, sie wäre schon tot. Und die Bauern glauben, das wäre ein Streich unseres Fürsten gewesen. Was maßen die sich an, darüber zu urteilen? Vielleicht ist das eine Provokation von Henselt. Der will uns entzweien. Ja. Kann gut möglich sein. Bauernvolk und Herrenleut werden nie auf einer Seite stehen. Den Menschen ist es am wichtigsten, wessen Arsch auf dem höchsten Stühlchen sitzt. Erzähl das mal, Hänsel. Wenn die sich jetzt in die Wolle kriegen, dann stehen wir der geballten Macht von Catwin allein gegenüber. Feuer und Wasser kannst du nicht vereinen. Ich glaube, jeder Fürst spinnt gerne Intrigen. Siehst ja, wohin sie das gebracht hat. Schuld muss immer erst bewiesen werden. Alles andere wäre ein Verbrechen. Da hast du recht, Ferseschmied. Okay. Geralt! Gut, dass du da bist. Das Bauernvolk glaubt, Stannis hätte bei Saskias Vergiftung die Finger im Spiel gehabt. Es will ihn dafür schlachten. Was heißt, treibt sie denn keiner auseinander? Was hält sie davon ab? Was hält sie davon ab? Die Ritterschaft, die edlen Herren von Edirne. Es ist gar nicht so einfach, die Forke auf einen Blaublütigen zu richten. Auf der Beratung war auch ein Bauer namens Kalten. Er wirkte nicht, als hätte er Respekt vor irgendwem. Der ist ein Beutelschneider, nutzt jede Gelegenheit zum Rauben und Plündern. Und er hat blaues Blut geleckt. Angeblich hat er in den Schluchten das Gold vergraben, das er den Herren geraubt hat. Diesmal kommt's wohl hart auf hart. Alles herhören! Was willst du denn hier? In Wergen für Ordnung sorgen. Ich bin's, Carlin Burden. Na, du bist mir der Richtige. Wo warst du denn, als man Saskia vergiftet hat? Holt den Fürsten her und dann ordentlich ausdreschen! Halt! Jovet! Die Eichhörnchen! Wer diesen Hof heil verlassen will, lässt die Pfoten von den Waffen. Bauer oder Herr, das schert mich nicht. Ich bring euch alle um, wenn es sein muss. Was ist hier los? Der Diener, der beim Bankett den Wein ausgeschenkt hat, sagt, der Fürst und Olkan haben Saskia vergiftet. Wir wollen Gerechtigkeit. Nein, ihr wollt Rache. Das ist nicht dasselbe. Schnurz! Saskia liegt im Sterben. Und der Fürst, dieser Giftmischer und die adligen Herren warten nur darauf, uns auf die Felder zu jagen und sich an Hänsel zu verkaufen. Das lassen wir nicht zu. Unsinn, Kalten. Niemand will sich hier verkaufen. Und der Schuldige muss gefangen und nach dem Gesetz verurteilt werden. Nach wessen Gesetz denn? Nach eurem? Und dann? Zahlt er ein Wehrgeld und kriegt einen Klaps auf den Arsch? Nein, den Klaps übernehmen wir mit der Axt auf den Schädel! Wo ist denn dieser Diener jetzt? In Sicherheit. Die Skoyatel bewachen ihn. Und warum verkriecht sich der Fürst, wenn er unschuldig ist? Schluss! Dem Ersten, der eine Waffe zieht, schieße ich die Hand kaputt. Und dann rollen hier Köpfe. Wir sind in der Überzahl. Du schaffst uns nicht alle. Mit dir würde ich anfangen. Und jetzt verschwindet. Wir müssen schnell etwas unternehmen. Ja. Was meinst du? Hast du einen Plan? Was hast du vor? Sie ein bisschen erschrecken. Blut fließen lassen, wenn's nötig ist. Ich verschaffe dir etwas Zeit. Aber beeil dich, ich kann sie nicht lange aufhalten. Frag die Bauern, den Adel. Red mit den Zwergen. Vielleicht schaffst du es sogar bis zu Stannis vorzudringen. Wenn er es wirklich war, hat er sicher ein hübsches Märchen parat. Du wirst schon die Spreu vom Weizen trennen. Und geh auch zu diesem Diener, der plötzlich so redselig ist. Du hast nicht die Zeit, mit allen zu sprechen, so viel ist sicher. Ist auch gut so, dieser Jungfrauenvergifter. Du pfeifst schon noch ein anderes Liedchen, wenn wir dir die Sichel durch die Kehle ziehen. Hänselt vor den Toren, Geister im Nebel, jetzt noch ein ordentlicher Krach zwischen Bauern und Adel. Großartig. Das ist doch Unsinn. Was hätte denn der Fürst vom Tod der Jungfrau? Bauernvolk und nie auf einer Seite stehen. Was er zu Lebzeiten den Menschen der ist es am wichtigsten, wessen Arsch auf dem höchsten Stühlchen sitzt. Ich glaube, jeder Fürst spinnt gerne Erzähl das mal, Hänselt.
Wenn Schuld die sich jetzt in die Wolle kriegen, dann stehen wir der geballten Macht von Ketzern allein gegenüber. Da hast du recht, Feuer und Wasser kannst du nicht vereinen. Hey, Hexer, komm doch mal her. Hexer, wer bist du? Hey, Hexer, komm doch mal her. Okay, kurzer Moment. Was willst du? Wir Edlen haben immer den Pöbel vor der eigenen Dummheit bewahren müssen. Ohne uns. Ich habe keine Zeit für deine Selbstgefälligkeiten. Weißt du etwas über den Anschlag auf Saskia? Was weißt du über den Anschlag auf Saskia? Gar nichts. Und es ist auch egal. Der Pöbel darf keine Selbstjustiz an Personen von edler Abstammung üben. Die Wahrheit findest du also unerheblich. Diese Meinung teile ich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass mich die Wahrheit nicht interessiert. Es geht darum, dass es eine Weltordnung gibt, die nicht zerstört werden darf. Eine Ordnung, in der Ungerechtigkeit erlaubt ist? Wenn der Fürst tatsächlich an diesem Mordversuch beteiligt war, gehört er vor Gericht. Der Pöbel kann die Prinzipien der Herrschenden dieser Welt nicht begreifen. Vielleicht begreift er sie sehr wohl, sie gefallen ihm nur nicht. Saskia ist eine kluge Frau, aber eins hat sie vergessen. Dieser Krieg ist irgendwann vorbei. Wer sät dann auf den Feldern? Wer melkt dann die Kühe? Sie hat die Bauern zu den Waffen gerufen. Denkst du, die kehren je zurück auf die Äcker? Vielleicht hast du recht. Aber wer euch die Felder bestellt, ist wahrhaftig nicht meine Sache. Leb wohl. Drohen kannst du deinem nach Schweinekoben stinkenden Weibsbild. Ja, ja. Hey, mein Freund. Schneller, Hexer! Verschlossen. Lass mich rein. Ich will mit dem Fürsten reden. Na sowas. Da wärst du der Erste, der ihn nicht in kleine Fetzen reißen will. Du kannst nicht hinein. Nur er kann den Fürst helfen. Ich bin der Einzige, der ihm helfen kann. Wenn er es nicht war. Natürlich. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Bist du verrückt geworden? Sei still. Ich habe hier das Kommando. Der Hexer darf rein. Tritt näher, Herr. Bist du gekommen, um mich zu töten? Ungeheuer Schlechter? Nein. Ich brauche deine Hilfe. Du kannst Saskia retten. Hörst du, wie sie meinen Kopf fordern? Gewichten mein Wort nicht höher als das eines Bauerntrampels. Ich bin der Erbe Addons, rechtmäßiger Herrscher dieses Landes, Nachfahr von Demavent und Virfuril. Fürst, wenn du mir hilfst, wird Saskia wieder gesund und die Menschen vergessen. Und wenn nicht, dann töten sie mich? Soll das eine Erpressung sein? Eine Abmachung. Was willst du? Die Wahrheit. Hast du sie vergiftet? Natürlich nicht. Und selbst wenn. Du meinst wohl, das würde ich herumerzählen. Sei kein Narr. Ich versuche zu helfen. Saskia, aber auch dir. Ich beuge mich dem Mob nicht. Niemals. Eine einzige Verleumdung. Und schon stehen sie vor meinem Tor. Soll ich mich jedes Mal rechtfertigen, wenn irgendein Bauer, der Fürst ist schuld, schreit? Soll ich vor sie hintreten und um Gnade flehen? Niemals. Es genügt, wenn du sie von deiner Unschuld überzeugst. Beweise ihnen, dass du es nicht warst. Dann geben sie nach. Und wenn ich für meine Unschuld keine Beweise habe? Du willst mir doch helfen. Mach, dass die Leute mir glauben. Du sollst es nicht bereuen. Du willst mich kaufen. Ich biete dir eine Abmachung an. Denk drüber nach. Ich brauche Blut für das Elixier. Um gesund zu werden, braucht Saskia ein Elixier mit königlichem Blut. Du beliebst zu scherzen. Saskia hat dich aus der Geisterschlacht herausgetragen. Du verdankst ihr dein Leben. Sie hat ihre Pflicht als Bürgerin Addons getan, nicht mehr. Und sie sorgt dafür, dass mein Land zerfällt. Saskia und ihre Rebellen haben die Streitkräfte der Krone bei Gulita und an der Düfne geschlagen. Das Heer von Addon gibt es eigentlich nicht mehr. Die Rebellen sind eure letzte Hoffnung, Henselt aufzuhalten. Und dann? Werden Schuhputzer Minister und ein Schweinezüchter König? Denk nicht an später. Fürst, ein paar Tropfen deines Blutes können Saskia retten. Vergen hat ohne ihren Oberbefehl keine Chance. Ich wiederhole mich. Ich schulde diesem Mädchen gar nichts und ich lasse mich nicht erpressen. Wenn ich dafür sterben muss, dann trete ich erhobenen Hauptes zum Richtblock. Ich gebe mein königliches Blut nicht für ein Bauernmädchen. Wache! Okay. Was ist geschehen, Herr? Zeig dem Hexer den Weg nach draußen. Alles in Ordnung, Herr? Wir haben nur ein wenig geplaudert. Denk nach über das, was ich dir gesagt habe, Geralt. Das werde ich tun. Scher dich auf deinen Misthaufen. Holt unsere Leute!
So lassen wir uns nicht! Meine Hand! Dem Nächsten, der sein Glück versucht, schlage ich den Kopf ab. Jetzt noch ein ordentlicher Krach zwischen Bauern und Adel. Okay. Großartig. Das ist doch Unsinn. Ginge das von mir Was ab? Hätten wir denn mit diesem Tod der Jungen? Was streicht der Kerl hier herum wie ein Furz in einer Zwergenhütte? Hexer sind doch immer in Geldnöten. Warum nicht verbreiten, dass der Fürst unschuldig ist und einen dicken Beutel einstreichen? Er sollte den von uns aufsuchen, der bei der Jungfrau gedient hat, statt hier rumzutrudeln wie die Scheiße im Eisloch. Nach dem Fürsten muss mit den Mächtigen aufgeräumt werden. Die machen sich viel zu breit. Wie hat der Fürst sie denn vergiftet? Fürst Dennis stand während der Beratung neben Saskia. Hatte er Zugang zum Weinkeller? Woher soll ich das wissen? Du reißt doch hier die Klappe auf. Der Fürst ist ein reicher Mann. Das ist doch nichts für den, einen Koch zu bestechen, dass der den Wein vergiftet. Dass sich einer Goldzähne leisten kann, heißt noch lange nicht, dass er sich die Gesunden ausreißt. Okay, was soll nach der Ermordung des Fürsts geschehen? Worum geht es euch wirklich? Und wer steht hinter euch? Wir wollen endlich Gerechtigkeit. Wir brauchen keinen, der hinter uns steht. Wir wissen selber, was zu tun ist. Wie wollt ihr den Fürsten denn bestrafen? Ein Bauer wird schon verprügelt, wenn er nur seine Hühner falsch zählt. Was meinst du, womit ein Giftmörder rechnen kann? Wir machen ihn kalt. Ein Land ohne Anführer ist ein Hirngespinst. Unser Anführer ist die Jungfrau von Edirn. Es ist nicht klar, ob sie überlebt. Wir können noch einen anderen wählen, der sich dafür eignet. Aber es muss ein Bauer sein. Nur ein Bauer versteht einen Bauern. Und dann sind alle Leute gleich, auf unsere Art. Und die Anderlinge? Kuhscheiße haben wir genug auf den Feldern. Die Anderlinge sollen sich ihr Anderlingsland suchen. Fort mit denen! Oh Gott. Ihr kennt diesen Diener? Kennt ihr den, der Saskia bedient hat? Heinz Braunkappen. Er hat den Wein ausgeschenkt, aber er liebt das Fräulein mehr als seine Schwester und seine Mutter zusammen. Er würde sich für sie in Stücke reißen lassen. Wo finde ich denn euren Heinz? Der versteckt sich in einer Hütte, hat Angst vor den Herren. Die Eichhörnchen bewachen ihn. Okay. Lebt wohl. Her mit diesem Hurenbock! Der Jungfrau Scher dich auf deinen Misthaufen, Rotzlöffel! Ich glaube, jeder Fürst spinnt gerne Intrigen. Oh, dieser Fürst. Ausgerechnet dieser Jowett hat verhindert, dass die Bauern den Fürsten aufknüpfen. Ja. Dem ist nicht zu trauen. Wenn er einen Beweis für Stannis Schuld gefunden hätte, hätten seine Leute die Bögen bestimmt in die andere Richtung gelenkt. Aber ohne sie hätten wir den Fürsten nicht verteidigen können. Gut. Ihr seid Idioten. Es heißt, jemand habe einen Zauber geworfen und die Jungfrau sei tot umgefallen. Was? Gut möglich. Verdammte Pest, diese Zauberer. Pfui, man sollte den Kerl am Pimmel aufhängen und dann baumeln lassen. Immer wieder das Gleiche. Wer bist du? Soll ich mal speichern? Was soll ich denn jetzt machen? Bist du's? Ja. Ich habe dich gesucht. Ich kenne dich nicht. Du hast ein ganz schönes Durcheinander angerichtet. Wovor hast du Angst? Habe ich gar nicht. Du lügst. Hab nichts getan. Hab nichts gesagt. Weiß nichts. Hab nichts gesehen. Was weißt du über den Mordversuch? Sag mir alles, was du über den Mordversuch weißt. Hab gehört, was der Priester zum Fürsten gesagt hat, dass die Jungfrau eine Bestie in Menschengestalt ist. Welcher Priester war das? Olkan, der, den sie getötet haben. Müssen wir prüfen, ob du die Wahrheit sagst? Beim Grab meiner Mutter, ich lüge nicht! Was hast du noch gehört? Rede. Na, als ich Saskias Gemach gerichtet habe, kam der Priester. Der Fürst hat sein Quartier nebenan. Laut haben sie nicht geredet, aber ich habe gehört, wie der Pfaffe sagte, ruf du nur die Dienerschaft aus der Küche. Mehr nicht. Nur Olkan, der Priester, könnte dir alles genau schildern. Tote sind nicht gesprächig. Vielleicht hat er was hinterlassen, irgendwelche Spuren. Vielleicht. Das glaubt mir doch keiner. Hört ihr weitere Meinung oder findet das Haus des Priesters? Bitte Sissele Burton um Hilfe. Es heißt, jemand habe einen Zauber geworfen und die Jungfrau sei tot umgefallen.
Was? Gut möglich. Naja. Verdammte Pest, diese Zauberer. Bitte Sessel um Hilfe. Okay. Auf wessen Seite steht der Hexer? Der ist in bestem Einvernehmen mit diesem verdammten Elf. Vielleicht hat er gar keine üblen Absichten. Immerhin hat er den Fürsten verteidigt. Ja, immer wieder das Gleiche. Und mit Zwergen, also die... Angeblich hat sie ja schon das Leben ausgehaucht. Mumpitz, sie ist bewusstlos, das ist alles. Der weiße Wolf wird sie retten. Ja, ich werde sie retten, aber zuerst, zuerst sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Einen Moment. Ich dachte, das wäre hier. Nein, das ist der Philippas Zimmer. Philippa schläft, wie es scheint, und ihre Magd ist da. Okay. Schiller, okay. Was sagt sie? Willst du über etwas? Okay, leg wohl. Denk an das Gegengift für Saskia. Es ist sehr wichtig. Mein Gott. Ich kann einem auch auf den Sack gehen. Gut. Ich weiß, was Sessel ist, aber... Deshalb suchen wir uns zuerst ein Zwerg. Wir reden zuerst mit den hier wollte ich auch vorbei. Es darf nur Philippa Eilhardt eintreten. Gut. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Hier ist im Moment niemand. Ganz schön groß, unser Wagen, was? Es geht. Ich habe schon Größeres gesehen, aber... Ich weiß, was du meinst. Gut. Also, zuerst in die Kneipe, dann zu Sessel. So. Noch einer. Lass einen rein, gleich machen. Womit kann ich... Beehr mich bald wieder. Ja. Hier ist ja richtig was los. Warum sind alle so freundlich heute? Ich sehe schon, dir juckt die Hand. Nein. Du willst dich mit... Nein. Ich will mit deinem Zwerg reden, aber da ist niemand. Was ist dieser Hexer denn für ein? Ist ja ziemlich was los. Naja, wir haben eine Jungfrau, die Monster jagt, Eichhörnchen, die auf ihren Befehl hören, rebellische Bauern und noch... Ich wünsche ein... Er zieht umher und hat uns dafür Geld. Oho. Und wieso leuchten seine Augen so komisch? Weil er als Kind eine Mutation durchgemacht hat. Also hier haben wir alles, also... Mehr kann man nicht machen. Oh, vielleicht diese Zwerge da. Ich grüße dich. Komm an deiner Frau rum. Okay, das war ein seltsamer Ausspruch, aber okay. Pfui, man sollte den Kerl am Pimmel aufhängen und dann baumeln lassen. Ja, ich frage jetzt nur wen. Auf wessen Seite steht der Hexer? Der ist in bestem Einvernehmen mit... Oho. Schluss! Schluss mit diesem Zirkus! Leute, nehmt doch Vernunft an! Setzt euch zusammen und redet miteinander! Gequasselt haben wir genug! Auf, Kameraden! Zerren wir den Fürsten aus seinem Loch! Wergen ist keine Kloake, in die jeder scheißen kann, wie er will. Hier herrschen Gesetze und über ihre Einhaltung wacht Skalenbörden. Es gibt kein Gesetz, das Bauern erlaubt, Nachkommen des Königs zu bedrohen. Das sage ich, Silgrad, Bruder Seldkirks, des größten Ritters, den der Boden von Edirn je getragen hat. Nun hört schon auf mit der Leier von Schloss und Stall. Jeder Trottel kann irgendwen verdächtigen. Jemandes Schuld zu beweisen, ist viel schwieriger. Ein Bauernknecht verbreitet, dass Fürst Stannis Saskia nach dem Leben getrachtet hat. Warum hätte sich der Fürst dazu versteigen sollen? Bedenkt, aus welch trefflichem Geschlecht er stammt. Deshalb ja! Dieser lause Wanst giert nach der Krone! Erinnert ihr euch denn nicht, wie tapfer er Saskia zur Seite stand während der Verhandlungen mit Henselt? Der Fuchs hat nur so getan, als ob er's mit ihr hielte, um die dummen Bauern reinzulegen. Aber die Bauern sind nicht gar so blöd, wie die Herren denken. Ihr seht ja selbst, wie sie den Fürsten hassen und ihr Gift versprühen. Sie haben eine Intrige angezettelt, um ihn loszuwerden.
Saskias Diener hat gesagt... Wo ist dieser Diener, frage ich. Wenn er was zu berichten hat, warum verbirgt er sich dann wie ein Dieb? Das ist doch ganz einfach. Er ist ein Betrüger. Er versteckt sich, damit ihr ihn nicht schlachtet, ihr Hurensöhne. Die Eichhörnchen müssen ihn vor euch schützen. Eine letzte Frage. Wie hätte der Fürst Saskia vergiften können? Es ist doch bekannt, dass der Wein vorgekostet wird, ehe die Jungfrau davon trinkt. Eine gute Frage. Du hast recht. Wir wissen nicht, ob der Fürst den Wein vergiftet hat. Stannis ist ein Fetzen, der sich immer in den Wind dreht, das wissen alle. Beweise seine Schuld, anstatt ihn zu beleidigen, du Bauerntölpel. Und wer hätte es sonst tun können? Keinem Bauern konnte daran gelegen sein, dem Fräulein etwas anzutun. Niemals! Weil es sie gibt, müssen solche Herrenhunde mit uns rechnen. Keiner sägt an der Stange, auf der er sitzt. Kein Bauer ist so dumm, die Hand gegen seinen Retter zu erheben. Es hat ja vielleicht auch kein Bauer getan. Das bedeutet aber nicht, dass es der Fürst war, du Schwachkopf. Dann frage ich, wer hat denn sein Gemach neben Saskias? Aus wessen verlaustem Keller kam der Wein? Wer hat Zutritt zur Küche der Jungfrau? Der allergnädigste Fürst vom Hurengeschlecht. Es gibt niemanden in Wergen, der Saskia töten will. Und selbst wenn, hätte es niemand vermocht, außer Stannis. Du irrst dich, Kalten. Der Priester Olkan wollte Saskia loswerden. Er bezeichnete sie als Ungeheuer in Menschengestalt. Olkan ist um Stannis herumscharwenzelt wie ein Hund. Das heißt doch nichts. Was denkst du eigentlich, du Gimpel? Wenn einer neben einer verheirateten Dame sitzt, der fickt sie auch? Der Priester hat Stannis zur Beteiligung an der Verschwörung angestiftet. Und Stannis ist ein solcher Findling, dass ihn jeder dahergelaufene Pfaffe einfach beschwatzen kann? Olkan hat bekommen, was er verdient hat. Henselt hat ihm das Licht ausgeblasen. Und jetzt ist Stannis dran. Ihr könnt nicht beweisen, dass der Fürst einverstanden war. Der Priester hat ihn um Zugang zur Küche gebeten. Das hieße, er hat die Jungfrau nicht selbst vergiftet, sondern zugelassen, dass es andere tun. Was du sagst, ist sinnvoll. Das sind Indizien, keine Beweise. Das sind alles nur Hypothesen und keine Beweise. Auf der Grundlage kann man niemanden verurteilen. Gnädiger Herr, seht euch vor. Ich habe keine Angst. Angst ist etwas für den Pöbel. Sie passt nicht zu königlichem Blut. Was fordert ihr? Über meine Person wollt ihr richten? Wollt ihr euren Fürsten behandeln wie einen gemeinen Dieb, der auf dem Markt ein Dutzend Eier gestohlen hat? Ihr steht vor einer fürstlichen Majestät. Und die wollt ihr anrühren? Manche Taten auf der Welt sind verzeihlich. Andere dagegen sind es nicht. Niemals! Wie man keiner Mutter vergeben kann, die ihr Kind umgebracht hat. Keinem Mann, der seinen Bruder gemeuchelt hat. So kann auch kein Verbrechen vergeben werden, das an einem verübt wird, den die Götter auserkoren haben. Wer die Hand gegen einen göttlich Gesalbten erhebt, hat das Recht verwirkt, auf Erden zu wandeln. Und was ist mit der Tat dessen, der die Jungfrau vergiftet hat? Erstens, Saskia lebt. Daher kann man niemanden beschuldigen, sie getötet zu haben. Zweitens, ihr habt keine Beweise dafür, dass ich versucht habe, sie zu ermorden. Und zum Dritten versichere ich allen hier Anwesenden, dass ich mich selbst nicht über das Recht stelle. Doch richten dürfte mich nur sie allein, die Jungfrau von Edirne. Gerissen! Und wenn Saskia nicht wieder gesund wird, wer richtet dich dann? Ich glaube, dass es gelingt, sie zu heilen. Aber wenn es die Götter anders bescheiden, versammeln wir den Rat der Weisen, der ein gerechtes Urteil fällt. Hört, hört! Dies ist eines Herrschers würdig! Ich wurde euch zum Vorbild gegeben. Meine Taten sind die Flammen, die eure Dunkelheit erhellen. Du hast wohl vergessen, dass du mich in deinem Gemach bestechen wolltest. Was sagst du dazu, Schweinerüssel? Beleidigung! Das hat aber niemand gehört, Hexer. Das Gericht soll entscheiden. Ob der Fürst nun schuldig ist oder nicht, wir dürfen ihm ein gerechtes Urteil nicht verweigern. Und werden die Bauern den Fürsten anhören, wenn sie ihn in die Hände kriegen? Oder knüpfen sie ihn am nächsten Baum auf? Reißen sie ihn in Stücke? Und wenn wir Selbstjustiz einmal zulassen, was dann? Wenn sie sehen, dass man das Recht mit Macht auf seine Seite zwingen kann? Wer garantiert, dass sie sich nicht rächen wollen für wirkliches Unrecht und für eingebildetes? Wer schützt dann die Menschen, deren einzige Schuld darin besteht, dass sie von edler Abkunft sind? Wohin führt uns das?
Gut. Die Bauern sind zornig. Einen offenen Angriff haben sie nicht gewagt. Aber sie werden Stannis nicht vergessen. Jedenfalls nicht, bevor Saskia wieder zu sich kommt. Ordnung hält sich nicht allein durch Gewalt. Es sei denn, die Gewalt ist groß genug. Auch nicht. Hier ist Autorität gefragt. Und königliches Blut. 5 Quart davon verschimmeln gerade im Zwergengefängnis. Hänselt gibt es auch noch. Es wäre doch der blanke Irrsinn, sich mitten in die Geister zu stürzen. Einfacher wäre es, Stannis zu rauben. Nein, alles, was wir mit Stannis tun könnten, würde Unruhen bedeuten. Ich habe die Nase voll vom Gekläff zwischen Bauern und Adel. Saskia ist die beste Anführerin, die ich kenne. Aber mit diesem wüsten Haufen kann auch sie Hänsels Armee nicht bezwingen. Ich werde Verstärkung holen. Wo? Im Osten warten 4 schlafende Kommandos der Skoyatel. Es ist Zeit, sie aufzuwecken. Wirst du rechtzeitig zurück sein? Das muss ich. Okay, finde einen Weg, um wenig von Hänsels Blut zu kommen. Sprech mit Philipp Eilhard. Aha, okay. Wettersporn. Okay. Das Recht solle siegen, also urteilen. Niemand solle nur wegen einer Verdächtigung bestraft werden. Zuerst einmal muss seine Schuld bewiesen werden. Und wenn es sein muss, mit Hexerzeichen, die ihn dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen. Das hätte er auch auf Hänsel legen können. Okay. Ich habe versucht, Triss aufzuspüren. Aber das Megaskop funktioniert in diesem Nebel nicht. Ich fand nur ein schwaches Signal. Irgendwo aus der Nähe. Sicher von der anderen Seite. Im Lager von Catwin? Du wirst nachsehen müssen. Ich mache mir auf den Weg. Dieser Nebel wäre Selbstmord. Der Nebel ist voller Geister. Ich helfe dir. Ich kontrolliere ständig das Schlachtfeld und lenke dich in die richtige Richtung. Sobald du den Nebel betrittst, finde ich dich. Dann auf Wiedersehen. Wir haben immer noch kein Königsblut. Ich weiß. Hänselt. Wir brauchen sein Blut, nicht seinen Tod. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Ich bin kein Königsmörder. Mal sehen. Ja. Okay, gut, dann schweigen wir halt. Willst du über etwas reden? Denk an das Gegengift für Saskia. Es ist sehr wichtig. Ja. Von mir aus, ich denke an das Gegengift für Saskia. Gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.